Ein ganz herzliches Hallo hier zu einer neuen Podcast-Folge, den Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit auseinandersetzt. Heute mal auch online auf YouTube. In diesem Sinne, wenn du mehr erfahren möchtest, was es mit dem Thema Preis, Preisdumping zu tun hat und wie du dich hier vor Tiefpreisgarantie schützen kannst und ein gutes Niveau von deiner Preise abrufen kannst, bleib dran. Ich freue mich, gleich geht's los. Also in dem Sinn ganz herzliches Willkommen hier. Heute wollen wir ein wichtiges Thema anschauen, und zwar geht das vor allem darum, wenn du eine Dienstleistung einkaufst, wie zum Beispiel die Dienstleistung im Sicherheitsbereich für dein Unternehmen oder diese sogar verkaufst, wie du dich da davor schützen kannst mit der ganzen Preisdruckerei. Also wenn der Preis gedrückt wird, dann hast du meistens ein Problem in der Verhandlung, du hast ein Problem als Einkäufer, du hast ein Problem natürlich als Verkäufer, wenn du sogar eine Dienstleistung selber anbietest als Selbstständiger, dann wirst du immer wieder davor nicht gefeit sein und das Problem kennen. Doch was ist der Grund, warum wird hier immer nur am Preis geschraubt und was hat das für einen Einfluss? Du kennst vielleicht das eine oder andere Thema darüber und du hast sicher noch das sogenannte magische Dreieck im Kopf. Das magische Dreieck sagt es ja schon, es ist ein Dreieck, dass du mit gewissen Elementen besetzen kannst. An jeder Ecke dieses Dreiecks gibt es nämlich auf einer Seite die Qualität, es gibt die Kosten und es gibt die Zeit. Diese drei Faktoren sind maßgebend entscheidend, wenn du etwas einkaufst oder etwas projektierst, dass es dann auch funktioniert. Also wenn du eine gewisse zeitliche Schiene hast, die du einhalten musst, dann hat das einen Einfluss auf die Qualität und es hat einen Einfluss auf die Kosten. Gehst du dann rüber und sagst, ja okay, ich muss an der Zeit sparen, dann wird sich hier etwas verringern. Du bist dann aber in einer gewissen Disharmonie, das heißt, du kannst nicht nur an einem Ende etwas verändern und erwarten, dass das Dreieck noch gleich dasteht, sondern du hast ein Problem, du musst danach korrigieren, du musst in diesem Sinne auch an den Kosten und an der Qualität sparen. Nur so gibt es ein Gleichgewicht und das heißt für dich gleichzeitig, wenn du in Verhandlungen reingehst und nur am Preis sparen möchtest, die Kosten senken willst, dann musst du daran denken, dass es an der Zeit was ändert und dass die Qualität sich ändert. Vielfach ist es ja so, du hast ein Angebot, das du bekommst oder dass du vielleicht jemandem, einem Kunden offerierst und dann hast du eine Dienstleistung, zum Beispiel ein Produkt, das du anbietest und diese Dienstleistung kostet jetzt hier in diesem Beispiel zum gesagten Preis von 10.000 Euro oder 10.000 Schweizer Franken. So, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte hier die Kosten senken, weil ich ein Gegenangebot habe des Dienstleisters 2, weil das die Nummer 1 ist, und der Dienstleister macht mir das Ganze mit 20% weniger Kosten, der gibt mir das Ganze für 8.000 Euro oder Schweizer Franken, dann ist da natürlich das Ganze ziemlich verlockend. Und hier fallen viele rein, hier beginnt nämlich der Tunnelblick der Einkäufer, der Kunden meistens, wenn du da einfach nur korrigierst und sagst, ja, hier habe ich 20% gespart. Ja, du sparst nicht nur an den 20%, du hast nämlich auf der anderen Seite hier und hier auch eine Einbuße. Woran kannst du das messen? Du kannst das zum Beispiel in der Sicherheitsbranche, wenn du Dienstleistungen ankaufst, an der Qualität der Ausbildung messen. Also sind die Mitarbeiter dieser Sicherheitsunternehmung adäquat so ausgebildet, wie du es brauchst, für deine Unternehmen, für dein Objekt, für dein Areal, für deinen Anlass? Haben sie die Betriebsbewilligung? Sind sie gut ausgebildet? Haben sie die Basisausbildung, Zusatzausbildung? Aber es kann zum Beispiel auch sein, hast du eine Diensterfahrung? Die Diensterfahrung ist ein weiterer Punkt, der hier natürlich in Zwischenfällen und Notfällen Geld
einspart für dich, weil es Schaden minimiert, weil es Reputationsverluste reduziert. Also mit den richtigen Ausbildungen, mit den richtigen Diensterfahrungen hast du natürlich wesentliche Punkte. Jetzt kann es sogar sein, dass dir der Dienstleister, wenn du das Angebot einkaufst, sagt, ja, ich biete dir die 10 Mann, von diesen 10 Mann habe ich dann einen Schichtführer und einen Gruppenleiter dabei und er verkauft dir die für einen gewissen Wert, aber das sind sie gar nicht, weil sie vielleicht statt deiner erwarteten 10 Jahre Berufserfahrung mit 5 Jahren in dieser Funktion dann natürlich einfach nur jemanden verkauft, der zum Beispiel 7 Jahre hat und nur ein Jahr in einer Führungsfunktion ist. Also wenn diese Führungsfunktion dann zu einer Disharmonie führt von -4 Jahren, was die Führungserfahrung angeht, dann wirst du da ein Problem bekommen im Bereich der Qualität. Und hier lass dich einfach nicht für dumm verkaufen und bleib ganz ruhig, wenn du die Angebote hast und sag dir, warum kann es sich der andere leisten, 20% oder sogar noch mehr unter den Preis hineinzufahren. Was stimmt da nicht? Im Volksmund sagt man auch gerne, man vergleicht Birnen mit Äpfeln. Birnen mit Äpfeln zu vergleichen, ist doch ziemlich blöd, wenn du einen Apfelkuchen machen musst und danach hast du am Schluss Birnen da und sollst mit dem noch irgendwas Gescheites hinkriegen, weil deine Rezeptur auf einen Apfelkuchen ausgerichtet ist. Das tönt jetzt ziemlich lustig, amüsiert, aber es ist doch in der Praxis, im beruflichen Alltag, draußen in der Privatindustrie gang und gäbe und öffentlich-rechtliche oder private kaufen Dienstleistungen ein und fokussieren sich hier auf den Preis und denken, wow, -20% eingespart, wir nehmen das günstigere Angebot. Und dann gibt es hier einen negativen Effekt. Es ist nämlich so, dass viele der Dienstleister, egal aus welcher Branche, es können auch Handwerker sein, es können Reinigungsfirmen sein, sie beginnen dann den Preis zu drücken. Der Nächste hat dann wieder 20% tiefer und geht von 10 auf 8 runter und der Nächste geht dann runter und verkauft das zum Beispiel für 7.000. Und so geht die Spirale immer weiter nach unten und eine Branche macht sich komplett kaputt. Diese negative Entwicklung kann man stoppen als Dienstleistungsanbieter, als Berater, als Coach, Trainer, wo man sich auch immer befindet, indem dass man sich ganz klar positioniert, indem dass man sagt, man hat einen Preis. Und diese Positionierung, das ist dein Marktwert, das ist das, was du aufbauen musst, deine Expertise reinbringen musst, damit du sagen kannst, ich unterscheide mich hier ganz klar von den anderen Dienstleistern. Ich kann dir hier etwas bieten, was die anderen nicht können. Ich habe hier diese Erfahrung, ich habe in diesem Bereich zusätzliche Ausbildung, ich habe hier Referenzen. Wenn du solche Situationen als Dienstleistungserbringer hast oder als Einkäufer hast. Hier ein Tipp an alle, vor allem an die Sicherheitsbranche als solches. Macht euch nicht selbst den Markt kaputt, denn nur das, was etwas kostet, ist auch etwas wert zur richtigen Zeit. Also dieses magische Dreieck solltet ihr wirklich im Kopf behalten und nicht nur immer auf den Preis schauen. Das kann man in jedem Leben, in jedem Bereich des Lebens, in jedem beruflichen Sektor angehen. Das ist nicht nur jetzt auf die Sicherheitsdienstleistungsbranche zu berücksichtigen. In diesem Sinne freut es mich, dass du dabei gewesen bist, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen Input nochmals geben. Dran denken, das magische Dreieck, Qualität, Zeit und Kosten müssen im Verhältnis sein und nicht Birnen mit Äpfel vergleichen, damit ihr nicht später den doppelten Preis zahlen müsst und irgendwo wieder beginnt zu korrigieren, weil ihr am falschen Ort gespart habt. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg im Business, viel Freude daran. Wenn dir das gefallen hat, hinterlass doch ein positives Feedback, hinterlass ein Like auf den sozialen Medien, teilt es, damit auch andere davon etwas sehen möchten. Wenn dir das YouTube-Video gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und gib mir ein Feedback, wenn du mehr davon wissen möchtest. Ich bin spezialisiert im Bereich des Sicherheitsnotfallkrisenmanagements, des ganzheitlichen Sicherheitsnotfallkrisenmanagements und begleite Manager
Führungskräfte in herausfordernden Führungsaufgaben. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.